Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu euren zwei Tagesbotschaften für heute und für morgen. Das Video ist zeitunabhängig, dann wann du schaust, dann möchten dir die Karten die Botschaften auch bringen. Wir schauen gleich natürlich in die Lenormand-Karten, ich werde drei Karten für die Hauptüberschriften ziehen und natürlich zwei Energiekarten. Du darfst gerne, wenn du schon möchtest, jetzt schon entscheiden, ob es gleich die erste oder die zweite Energiekarte sein darf. Wichtig ist, dass du den Kopf ausschaltest und einfach mit den Herzen die Entscheidung fällst. Was ich aber nicht vergessen möchte im Vorfeld, denk dran, vorgestern hat wieder eine neue Runde gestartet, ne? Also sprich für den zweiten Advent ein neues Gewinnspiel. Schaut bitte jetzt immer. Also beziehungsweise, ne, je nachdem, immer ist jetzt relativ, aber für vier Adventssonntage, die wir haben, in die Montags-Krafttier-Orakel, die morgens um 4 Uhr kommen, nicht vergessen. Und dann dürft ihr gerne mitmachen und ich drücke euch allen natürlich die Daumen. In der Videobeschreibung steht auch alles drin. Aber immer an diesem Montag, wofür es dann auch sozusagen gilt. Dann, ne? Wir sind jetzt in der zweiten Runde und diese Woche gilt natürlich dann für den zweiten Advent. Und der ist am 5.12., ne? Also macht fleißig mit, aber dafür, wie gesagt, Montag das Krafttier-Orakel dann schauen. Ne? Also sprich, das ist ganz wichtig vom 22.11. So, ich würde sagen, wir machen aber hier weiter. So, ich mische erstmal die Karten und dann ziehe ich unsere drei Botschaften hier heraus, die uns hoffentlich schon mal weiterbringen werden, mit denen wir arbeiten dürfen. So, ich arbeite mit der Karte und mit dieser Karte. So, was haben wir da Schönes? Da haben wir die Sense. Da haben wir die Sterne und die Ruten. Jetzt schaue ich mal, ob ihr was sehen könnt. Ja, es müsste aber gehen. Okay, okay, okay. So, die Sense hier. Ja, die Sense spricht für Plötzlichkeit, aber sie sticht auch gerne mal. Und die sticht ja in die Sterne. Das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt, weil zum einen natürlich sind die Sterne unsere Spiritualitätskarte, unsere Wunscherfüllungskarte, gar nicht außer Acht zu lassen, aber unsere Klarheitskarte. Und vielleicht bekommen wir hier geballte Klarheit über etwas, was ganz wichtig für uns ist, was wirklich ja, uns auch wirklich, ja, ich sag mal so, auch für unser Leben oder für unser Vorankommen essentiell wichtig ist. Ne? Und es kann natürlich auch sein, dass uns das ein bisschen pieksen wird. Ne? Also die Sense sticht ja und die ist ja spitz hier auch. Ne? Und es kann gut sein, dass es in dem Moment so, ja, dass wir, ich will nicht sagen, in unserer Traumwelt waren oder noch gerade auch sind, aber dass wir so mit der Realität konfrontiert werden, ne? Dass vielleicht durch diesen Piekser etwas uns klar wird, dass hier wir nicht hier nur auf rosa-roten Wolken schweben und das Glück nicht nur zu uns kommen darf, sondern dass wir auch noch anderes betrachten sollen, dürfen, müssen, wie auch immer, ne? Und darüber wird dann aber auch gesprochen. Und das finde ich ganz schön, so in dieser Kombination, ne, dass man nicht damit alleine gelassen wird, dass man vielleicht Träume hat, die man lebt oder die man gerade am Voranschreiten ist, wo man vielleicht auch oder selber Veränderungsprozesse gerade so in sich hat und man spürt, ne, es möchte weitergehen, es muss noch weitergehen, da ist noch irgendwas, ne, was ist es? Ne? Und entweder ist es auch diese Klarheit, die dann auch wirklich die man bekommt auch, ne, durch die Sense, die da halt reinschlägt, diese Klarheit dann auch, dass man es aufgezeigt bekommt, dass man nicht nur in so einer Blase ist, ne, sondern dass dann wirklich halt auch gewisse Sachen halt auch zu berücksichtigen sind. Ne? Vielleicht ist man die ganze Zeit total euphorisch für etwas und hat wichtige Punkte, ich will nicht sagen übersehen, ne? Manchmal verdrängt man sie auch, manchmal will man die auch gar nicht sehen. Ne? Und jetzt kommen die aber hier zur Klarheit, heißt aber nicht, dass sie trotzdem nicht erfüllt werden. Ne? Das ist ein ganz großer Hinweis bitte bei diesen Karten hier. Jetzt geht es darum, hier ans Eingemachte drüber zu sprechen. Und die Routen, wir haben das erste Mal mein Orakel geschaut, für mich sind die Routen jetzt keine Streitgespräche, für mich sind das die Gespräche, wobei man sich auseinandersetzt. Natürlich kann man auch mal diskutieren und natürlich kann man auch mal streiten.
Aber hier geht es darum, dass es wichtige Gespräche sind, ne? Also wirklich wichtige, fundamentale Gespräche. Und wenn euer Wunsch und die Wunscherfüllung hier oder Wünsche, was auch immer, in Erfüllung gehen sollen, dürfen, dann ist auch wichtig, dass man halt alles dafür auch tut. Und da muss man vielleicht gewisse Sachen auch nochmal betrachten, auch nochmal besprechen, auch nochmal wirklich auch, und ihr wisst, ich sage das nicht gerne, aber ich sage es jetzt hier in diesem Zusammenhang sehr gerne, in Angriff nehmen, ne? Also voranschreiten, wirklich da auch, ja, in den Spiegel gucken, sage ich jetzt auch mal, ne? Weil manchmal stellen wir uns Sachen einfach so leicht vor oder denken uns, ja, das kommt schon irgendwie und ja, das ist mein Traum, mein Wunsch und la 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 la, ne? Kann nicht singen, deswegen lassen wir es mal. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Manchmal sind wir da vielleicht auch ein bisschen von der Realität weiter weg, ne? Was ja okay ist. Es ist ja auch schön, wenn wir auch in diesen Wünschen auch drin sind, mal nur, wenn sie dann Realität werden sollen, ne? Ja, dann kann doch manchmal sein, dass die uns auch anpieksen. Und manchmal ist es auch dieses Verdrängen wirklich, ne? Also dieses Verdrängen von Klarheit, von einfach weitergehen, von Wunscherfüllung, zu sich zu stehen, ne? Also sprich wirklich das, was man aus seinem Leben noch machen möchte, mal endlich auch mal zu machen, ne? Endlich auch mal hier zu sich selbst zu stehen und auch mal sich zu behaupten, ne? Und natürlich kann das auch mal wehtun, ne? Man äußert mal auch gewisse Punkte. Es ist immer einfach zu sagen, ja, ich wäre jetzt gern da und da, ich würde gern das und das machen und ach, wie schön wäre dies noch und wenn ich mir das erfüllen könnte, ne? Und jetzt geht es aber darum, in die Erfüllung zu gehen. Es geht wirklich darum, diese Wünsche, Träume etc., was du gerade in deinem Kopf hast auch, dass das jetzt Realität wird. Und Realität, etwas zu verwirklichen, ist meistens nicht einfach, ne? Wenn man zum Beispiel große Wünsche hat, wo man vielleicht auch für sparen musste, ne? Vielleicht hast du auch wirklich für etwas gespart und jetzt darfst du dir das erfüllen. Und dann hast du eine lange Lieferzeit. Dann bist du deswegen traurig, ne? Das kann auch sein. Oder möchtest einen neuen Job haben oder möchtest eine neue Wohnung haben. Und das ist auch alles so, dass du dir das so vorgestellt hast. Du hast dir vielleicht gesagt, okay, hast du vielleicht Anfang 2021 gesagt, ja, so im November, Dezember werde ich deine Wohnung suchen und dann will ich zum Jahresanfang dann umziehen oder wie auch immer. Dann hast du deine Pläne gemacht, ne? Und irgendwie erkenne ich mich gerade hier selber. Ich bin so diejenige, ich bin ja total die Planerin, am liebsten schon 5 Jahre im Voraus alles geplant, ne? Und habe auch alles mir schön zurechtgemalt und habe da meinen Weg und habe meine Deadlines und habe meine Punkte. Ja, und wenn dann der Zeitpunkt kommt, wo es dann in die Realität umgesetzt wird, ja, dann kann es auch sein, dass ich hier mal gepiekst werde oder aufwachen muss, weil das dann doch nicht nach meinen ganzen Vorstellungen sofort geht und nicht jeder für mich sofort springt, was ja auch natürlich Realität ist, ne? Aber manchmal kriegt man so einen Dusch und dann wacht man wieder so auf und heißt aber ja, wie gesagt, nicht, dass es nicht in Erfüllung geht. Ne? Dann heißt es aber hier vielleicht nochmal andere Wege einzuschlagen, vielleicht nochmal andere Möglichkeiten zu betrachten, vielleicht nochmal den, ich sage jetzt mal bei der Wohnungssuche, vielleicht doch nochmal einen Makler einzuschalten, vielleicht doch nochmal an schwarze Bretter gehen, also in Geschäften, wo so schwarze Bretter sind, wo man, ne, man sagt ja schwarze Brett, wo dann irgendwelche Annoncen hinterlegt sind, vielleicht da nochmal gucken oder selber irgendwie mal, ne? Laternen damit zupflastern oder was auch immer, ne? Neue Wege zu gehen, hier nochmal richtig Tacheles zu sprechen, ne? Rauszulassen, was das vielleicht dann unterstützen kann. Ne? Also das geht nicht darum, dass die Wunscherfüllung, das, was du gerne möchtest, nicht in Erfüllung geht. Aber die Realität wird dich vielleicht, und ich muss ja erstmal nochmal die Energiekarten hier holen, aber die Realität wird dich vielleicht dann einholen und dann gibt es halt Sachen, die man bedenken sollte. Und es geht vielleicht doch nicht so schnell, wie man sich das wünscht, ne? Vielleicht auch einen neuen Job oder so. Manchmal braucht es Zeit, aber da ist wichtig, alles dafür zu tun. Und das sagen die Tacheles-Karten. Sprich darüber, ne? Hol dir Meinungen ein, Feedbacks, ne? Mach selbst alles, was du dafür tun kannst. So, jetzt schauen wir uns noch die Energiekarten noch an, die uns dabei unterstützen. Die lacht mich hier irgendwie an, diese da unten. Die will ich haben. So, die nehmen wir. Und die nehmen wir noch. Und die kommen dann hier weg. So. Du darfst dich entscheiden. Karte 1, Karte 2. Links oder rechts. Ich gucke, ob du sehen kannst. Ja. Ich starte mit der ersten Energiebotschaft, die Fantasie.
Fantasie. Ich erkenne das Kreative in mir und fördere es. Ja, was habe ich gesagt? Rauslassen jetzt. Jetzt geht's hier raus, die Wunscherfüllung rauslassen. Oh, wie schön ist das denn? Das passt wieder so schön hier zusammen, wie die Faust aufs Auge. Ich erkenne das Kreative in mir und fördere es. Ja, jetzt geht's darum, deine ganzen Wünsche, Träume, was auch immer das für Themen sind und was es immer für Fantasien sind. Das ist das, was ich vorhin erläutert habe. Wir können uns wirklich schön ganz viel ausmalen in unserem Kopf, ne? Und wir schwelgen dann und wir sind schon in der Realität für uns da, in unseren Wünschen schon im Kopf eigentlich da und sehen aber nicht, dass die Realität noch irgendwelche Hürden vielleicht aufweisen kann und vielleicht äußere Einflüsse uns hindern, ne? Wie ich ja vorhin sagte. Ne? Manchmal ist es halt so, man hat alles so geplant, ne? So wie ich dann, und dann kommt so ein Dusch und dann, ja, und dann muss ich auch sagen, ach ja, stimmt, da ist ja noch jemand anders oder da sind noch andere Situationen, da sind noch andere Menschen, die das vielleicht auch wollen oder was auch immer. Ne? Aber hier geht es auch darum, hier auch mit diesen Tacheles-Gesprächen auch nochmal, dass es wichtig ist, hier über den Tellerrand zu gucken, ne? Einzustehen für das, was du gerne möchtest, weiterzumachen, nicht zu resignieren, nur weil hier ein Peaks kommt. Ne? Nein, die Wunscherfüllung wird erfüllt. Das, was du möchtest, wird schon erfüllt. Es ist nur wichtig, dafür Gas zu geben zum einen und auf jeden Fall auch nochmal zu berücksichtigen, dass vielleicht, ich sage jetzt mal, wieder übertragen auf die Wohnungssituation, dass es vielleicht sein kann, dass wenn ich mir dann eine Wohnung angucke, die ich im Januar schon für mich geplant habe, dass ich im November, Dezember mir eine Wohnung angucke bzw. umziehen möchte im Anfang des nächsten Jahres und dann gucke ich mir eine einzige Wohnung an. Ja gut, dann holt mich die Realität ein, weil du kannst ein Glückskind sein und du kriegst die Zusage für diese Wohnung. Vielleicht ist es auch direkt deine Traumwohnung. Aber es kann auch sein, dass sie dir gar nicht gefällt, diese Wohnung. Dass du sie bekommen willst, aber du willst sie gar nicht haben, um Gottes Willen. Ne? Es kann auch sein, dass du nur 5 Wohnungen dir anschaust, vielleicht auch 10. Und deswegen ist weiter hier dran zu bleiben, ne? Für dich einzustehen und weiter zu gucken. Für mich ist es immer so ein Hinweis, jetzt wirklich, wenn ich die ganzen Karten jetzt so sehe und zusammen betrachte, heißt es für mich, andere Optionen noch anschauen, andere Wege vor allen Dingen. Ne? Also sprich, wirklich nicht in einen Weg vielleicht, dass ich die Zeitung aufschlage, sondern ich gucke noch ins Internet, vielleicht nehme ich noch einen Makler. Ne? Ich übertrage das jetzt alles auf die Situation mit der Wohnung, aber du wirst auch wissen, auch bei einer Jobsuche oder was auch immer, ne? Was für Wünsche du hast oder in die Selbstständigkeit zu gehen, dein größter Wunsch, Hobby zum Beruf zu machen, ne? Auch alle Wege betrachten. Und man kann auch klein anfangen. Man muss nicht mal mit dem großen Ganzen. Das ist genauso, wenn man umzieht. Die wenigsten haben direkt das Geld für die teuersten Möbel dann. Ja, man heißt aber nicht, dass man alles direkt kaufen muss. Man kann peu à peu, ne? Wenn man unbedingt teure Sachen haben möchte, dann kann man peu à peu, dann, weil man sich leisten kann. Und wenn man sich es nicht leisten kann, dann guckt man halt Secondhand oder dann guckt man halt in Möbelhäusern, wo es günstiger ist. Ne? Es geht alles. Man muss nur da mal andere Sichtweisen einnehmen, andere Betrachtungen für einen selber. Wichtig ist hier mit Spiritualitätskarte, Fantasie, lass wirklich das heraus jetzt, ne? Lebe es. Und wenn es dich dann kurz piekst, dann ist das in Ordnung. Denk dran, die Wunscherfüllung kommt, wenn du auch bereit bist, da halt auch was für zu tun und das endlich auch umzusetzen, ne? So, dann gucken wir die zweite Energiekarte. Oh, da haben wir den Humor. Das ist auch schön. Was wäre das Leben ohne Humor? Humor. Ich wende mich bewusst der leichten Seite des Lebens zu. Ja, du wirst deine Wünsche jetzt Realität werden lassen. Du gehst hier für dich deinen Weg. Du stehst für dich ein. Du überträgst es. Du nimmst auch hier diesen Piekser vielleicht. Das, was ich gerade sagte, weil ich sage euch ganz ehrlich, ich habe es vorhin auch schon gesagt, ich muss über mich so oft selbst lachen. Wie gesagt, ich bin absolut die Planerin und habe am liebsten 5 Jahre schon durchgeplant, durchgetaktet und so. Und wisst ihr, ich lache über mich selber auch, weil ich sage immer, ich bin die Planerin und ich kann doch so flexibel sein. Mir verursacht zwar dieser Gedanke Atemnot, aber wenn ich dann in dem Moment mir alles durchgeplant habe und dann kommt ja dieser Dusch und ich muss von einer Sekunde auf die andere flexibel reagieren, agieren, das schaffe ich sogar und dann lache ich über mich selber, dann kann ich über mich wirklich, kann mich totlachen, dass ich wieder geplant habe, bis weiß ich nicht wohin, ich habe schon alles gemacht, schon E-Mails geschrieben und dann hätte ich nur mal eine halbe Stunde gewartet und hätte sich alles in Luft aufgelöst. Ne? Ja, das ist das halt. Das mal kurze Anekdote, mal wieder zu mir und zu meinem Ich. Aber deswegen ist es doch schön hier, ne? Wenn uns was piekst,
Lasst euch dadurch nicht abschrecken. Die Wunscherfüllung ist das Höchste hier, wirklich die Priorität, die Klarheit zu bekommen, das zu leben, was man gerne möchte, dafür einzustehen, Wege zu gehen, zu sprechen. Nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Und das wirklich auch ein bisschen mit Leichtigkeit sehen. Nicht verbissen. Wenn es jetzt endlich rauskommen darf, obwohl es schon lange bei dir drin war, dann kann es nicht sein, dass, natürlich kann es auch sein, ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass alles smoothy läuft. Aber wenn nicht, dann nimm die Herausforderung an. Hauptsache, du gehst deinen Weg. Ne? Und du hast immer noch den Fokus darauf, was du für ein Ziel hast. Das ist ja auch immer ganz wichtig, auch in meinen Coachings, ein Ziel vor Augen zu haben. Ne? Und der Weg dahin, auch Etappenziele sich zu meistern und zu machen auch. Und auch die zu feiern, wenn man die wirklich auch hinbekommen hat, Ressourcen für nur machen, zu gucken, auf diesem Weg, da habe ich noch die Potenziale und die machen mich noch mal stärker und das ist wieder was ganz anderes und das kann ich noch mit einbringen, dann ist man auch glücklich drüber und deswegen nimmt da dieses Humor, ist so Leichtigkeit, ne, und Leichtigkeit finde ich total schön, wenn man die haben darf und die darfst du jetzt haben, ne, und lass dich nicht sofort unterkriegen, wenn irgendein Weg vielleicht nicht direkt so läuft oder so laufen kann, weil äußere Einflüsse noch da sind, wie du es dir in dem ersten Moment erhofft hast oder denkst, ne? So wie ich das gerade gesagt habe oder wie ich vorhin das Beispiel auch sagte mit der Wohnungsfindung, ne? Dann sei einfach mit Leichtigkeit dabei. Sei nicht verbissen und nur traurig, dass du jetzt die erste Wohnung nicht bekommst, obwohl die so super gepasst hat. Nein, dann sollte es nicht sein, aus welchem Grund auch immer, ne? Humor heißt nicht, etwas auf die leichte Schulter zu nehmen. Für mich ist Humor wirklich diese Leichtigkeit, dass man nicht verbissen an etwas dran geht. Das, was einem wirklich hier von ganzem Herzen her mit erfüllt oder wirklich so ein Wunsch ist, ne? Oder Wünsche, was auch immer, was man gerne halt haben möchte, realisieren möchte, was man gerne hätte, was auch immer. Ne? Das halt einfach nicht verbissen zu sehen, ne? Sondern dass man auch die Kleinigkeiten, die kleinen Wege dafür auch, da sich darüber auch freut, ne? Und ja, und was ich auch sagte vorhin auch, und wenn mal was nicht so gut läuft, dann auch mal drüber lachen, über sich selber auch lachen, ne? Und das ist auch so, nicht dieses, ja, dieses Verbissene, und wenn was anderes dazwischen kommt, das ist, und das du fühlst, es fühlt sich gerade gut an, dann ist das auch richtig, dann ist es auch dein Weg, ne? Wichtig ist es halt, im Fokus zu halten, das, was dich glücklich macht, ne? Dein Glück, ne? Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und darum geht es. Ne? Und deswegen das auch, und wenn es ein großer Wunsch ist, dann verfolge auch alles so, wie du es gerne möchtest. Es wird Realität. Ich habe euch vorhin schon gesagt, auch wenn es hier vielleicht piekst und äußere Einflüsse, was auch immer euch da noch vielleicht auch Hürden aufstellen wollen und werden auch. Ne? Es heißt nicht, dass das nicht hier in der Mache alles ist. Ne? Und es wird von irgendwoher gesteuert und es wird auch hier weitergehen und deswegen ist auch wichtig, weiterzumachen und die neuen Optionen, Möglichkeiten auch anzunehmen und dann sich darüber zu freuen. Auch Humor ist ja auch Freude und alles, ne? Dass man noch einen anderen Weg gefunden hat. Dankbarkeit ist für mich auch ganz wichtiger Faktor, ne? Seid dankbar, wenn ihr wieder einen kleinen Erfolg gemeistert habt, ne? Wenn ihr stolz sein könnt. Auf wen, was, auf euch, wie auch immer, ne? Das sind alles so Themen, das ist alles so in Humor drin und das wünsche ich mir für euch ganz, ganz doll, ihr Lieben. So, ich freue mich natürlich, ich wünsche mir sehr gerne den Daumen nach oben, darüber freue ich mich. Ich drücke euch jetzt ganz feste und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Tagesorakel wiederhören. Bis dann, tschüss!